Ja, wir zwei haben jetzt die große Freude, Ihnen die Verleihung des Stromrebellen 2014 hier zu verkünden. Die Schönauer Energieinitiativen verleihen zum 10. Mal zusammen mit der Stadt Schönau den Ehrenpreis des Stromrebellen. Diese Auszeichnung soll Menschen zuteil werden, die sich durch ihr jahrelanges Engagement im Umweltbereich verdient gemacht und die durch konsequentes ökologisches Handeln besondere Zeichen gesetzt haben. Die Preisträger sind Menschen, die mit persönlichem Engagement Visionen umsetzen, Widerstände überwinden und sich mit ganzem Herzen für die Umwelt und eine nachhaltige Wirtschaftsweise einsetzen. Erstmalig verleihen wir den Stromrebellenpreis an Menschen, die außerhalb Europas leben. Es sind Ai Otsuka, Taro Yamamoto und Yaoman Sato. Kommen wir jetzt zum ersten Preisträger, Ai Otsuka und die Mütter von Fukushima. Ai Otsuka lebt heute mit ihrer Familie rund 900 Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima Daiichi entfernt. Noch am Abend des 11. März 2011, nur wenige Stunden nach der Katastrophe, entschloss sich die Familie zur Flucht. Wenige Monate nach ihrer Flucht gründete Ai Otsuka mit anderen Müttern eine Selbsthilfegruppe, um einander beizustehen und andere Flüchtlinge zu unterstützen. Ai Otsuka und die anderen Mütter organisierten ein Wohnheim, das den Hilfesuchenden Platz für die ersten Wochen bot, und brachten eine Zeitschrift heraus, die die Betroffenen mit wichtigen Informationen versorgte. Mit ihrer Familie hat sie in Okayama eine neue Heimat gefunden. Letzten Herbst hat sie gemeinsam mit anderen Müttern zum ersten Mal Reis geerntet. Für Ai Otsuka ein kleiner Moment des Glücks in einer schweren Zeit. Die Mütter von Fukushima verstehen sich als loses Netzwerk. Sie kämpfen bis heute gegen das Vergessen und das Leugnen der Folgen der Katastrophe. Eine dieser Mütter ist Ai Otsuka. Darf ich Ihnen das übergeben für Ai Otsuka? Vielen Dank. Natürlich möchte auch die Preisträgerin gern ein paar Worte an uns richten. Ai Otsuka hat uns ein Video geschickt. この度は尊敬するシェーナーの方たちの表彰を受けることができ大変嬉しく思います。ありがとうございます。日本で頑張る多くのお母さんたちと共にお受けしたいと思います。私が住む岡山にもたくさんの家族が避難をしてきて 3.11 後の新しい生活を築いています。日本の政府は放射能の被害に目をつぶり、復興ばかり重視しています。そのため命を守る避難の権利が認められずにいます。私たちはこれからもあの悲しい災害から学び、新しい社会を築けるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。Kommen wir zum zweiten Preisträger, Taro Yamamoto. Taro Yamamoto ist das bekannteste Gesicht des Widerstandes gegen die Atomenergie in Japan. Bis 2011 kannten und liebten ihn die Japaner als Schauspieler. In mehr als 50 Kino- und Fernsehfilmen hat er mitgewirkt. Dann ereignete sich die nukleare Katastrophe von Fukushima. Sie veränderte auch das Leben von Taro Yamamoto. Yamamoto war einer der ersten, der die Regierung und den Energiekonzern TEPCO öffentlich kritisierte. In den nächsten Monaten wurde er zu einer der führenden Stimmen des Protestes.
Das Engagement des berühmten Schauspielers sorgte bei den Demonstranten für großen Jubel und ermutigte viele, vor allem junge Menschen, sich der Anti-Atom-Bewegung anzuschließen. Bei der Wahl 2013 gewann Yamamoto als unabhängiger Kandidat einen Sitz im Oberhaus des japanischen Parlaments. Dort setzt er sich für die sofortige Abschaltung aller Atomkraftwerke und für den ökologischen Umbau der Energiewirtschaft ein. Die japanische Anti-Atom-Bewegung ist jung und im politischen Betrieb unerfahren. Aber mit Taro Yamamoto hat sie eine mutige und starke Persönlichkeit. Taro Yamamoto hat sich als einer der ersten prominenten Persönlichkeiten Japans offen gegen die Atomenergie ausgesprochen. Er wurde zum Zugpferd der Anti-Atom-Bewegung. In der Folge wurde der berühmte Schauspieler vom Fernsehprogramm, Film und Theater komplett ausgeschlossen. Aus dem Star Yamamoto wurde eine Persona non grata. Diese Urkunde ist für Taro Yamamoto. Dankeschön. Und auch Taro Yamamoto möchte ein paar Worte an uns richten. どうも、 日本の参議院議員山本太郎です。 シエラの皆さん、 この度は、 とても名誉ある賞をいただきまして ありがとうございます。 この賞は山本太郎だけではなく、 この国の日本に、 日本という国に生き、 そして脱原発を目指し、 人々の命を守るという 人々全員にいただいた賞だと思っています。 何よりもですね、 シエラの皆さんが成し遂げた 自分たちの力でエネルギーを作り、 そして、 その地域地域で電力を売っていくということを、この日本でもやれるんだということを、本当に政治の場からもどんどんそれを発信していきたいと思います。本当にありがとうございます。 Kommen wir zum dritten und letzten Preisträger, Yaomon Sato. Seit der 62-Jährige der Stromindustrie den Kampf angesagt hat, sucht er unentwegt nach neuen Investoren und Kraftwerksstandorten. Vor knapp einem Jahr hat Sato iPower, Fukushimas erstes Bürgerelektrizitätswerk, gegründet. Sein Ziel? Erst seine Heimat Aizu und später ganz Fukushima mit erneuerbaren Energien unabhängig von den Stromriesen zu machen. In Rekordzeit hat Sato den Bau von insgesamt 24 Solaranlagen organisiert. Noch ist iPower eine Minifirma mit einer Handvoll Angestellten. Zu seinem Hauptberuf als Sake-Bauer kommt Sato nur noch selten. Doch möglicherweise sei sein neuer Job als Stromrebell, so meint er, das Beste, was er für seinen 224 Jahre alten Familienbetrieb und die regionale Wirtschaft tun könne. Seine Stromrevolution diene letzten Endes auch dazu, mit sicherem, sauberem und dank des Ressourcenreichtums trotzdem günstigem Strom neue Unternehmen anzulocken. Nur so gäbe es nach dem Atomunfall wieder Hoffnung für die Jugend. Derzeit engagiert sich iPower als ökologischer und lokaler Stromproduzent. Sobald es die Gesetze zulassen, wird iPower auch in den Stromhandel einsteigen und auch das örtliche Stromnetz übernehmen. Guten Tag, konnichiwa. Ich bin Aizu Denryuku Kabushiki Gaisha no Daifyo Torishimari Yaku no Sato Yaemon desu. Kono tabi wa Shienaru 電力革命賞を受賞いたしまして大変ありがとうございました。東京電力福島第一原子力発電所の事故、日本は脱原発を選択まだしてません。ドイツが先駆けて脱原発を選んだように、日本もこの危ない危険な 古い形の原子力発電は卒業したいというふうに思っています。私たちはあの事故でエネルギーの在り方を大変勉強しました。そして昨年の8月に
これから日本にも電力革命を起こしていきたいというふうに考えています。シェーナウの電力、それに学んで私たちもこれから日本で電力革命を起こしていきますので、今後ともご支援いただきますようよろしくお願いします。世界中に評価されるこの賞をいただいて大変感謝しています。Mit diesen drei Menschen haben wir einen großen Teil der japanischen Anti-Atom-Bewegung geehrt und wir wollen sie unterstützen und ihnen helfen in ihrem Kampf und wir hoffen, dass das, was wir heute hier machen, ihnen ein bisschen hilft. Wir freuen uns wirklich sehr, Ai Otsuka, Taro Yamamoto und Yaomon Sato heute als Auszeichnung, Dank und Anerkennung den Stromrebellen 2014 zu verleihen. Und wir sind stolz darauf, sie als solche im goldenen Buch der Stadt Schönau zu verewigen.